3000 Kilometer durch roten Sand. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen. Was geht ab, Leute? Das geht anders. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Gäste. Ich begrüße Sie alle an Ihren Handys und Laptops. Ja, und ach, hör doch auf! Ja. Naja, egal, dreht mal einfach weiter hier. Wie gesagt, wir drehen heute einen richtig coolen Sketch. Ja, verschiedene Sketche. Es geht hauptsächlich hier um den Gast Uli. Der ist nämlich mein Ehemann. Und ich habe die Katze erwischt. Wie jetzt? Ja, ich glaube, ich habe die Katze erwischt. Guck mal da. Sag mal, bist du irgendwie dumm oder so? Die Katze, das ist nur so ein Teppich. Ach so, ich dachte, ich wäre auf die Katze gefallen. Oh Mann, Uli muss doch viel lernen, wie man hier sehen kann. Er hat noch nicht so viel geblickt. Na, aber ist auch egal. Wie gesagt, jetzt reden wir... Es geht also um den Film Top Secret, den wir gedreht haben. Mit unserem Prashant Prashant? Prashant, genau, ist besser als den Familiennamen, kriege ich nicht hin. Und wir hatten noch die Shania dabei. Und die Johanna hatten wir dabei. Und die Lisa und ich, wir sind natürlich ein Paar. Und das haben wir jetzt auch im Fernsehen, also vielmehr in dem Film, dargestellt. Genau, und da passieren ganz lustige Sachen. Viel Spaß mit Top Secret. Ciao. Tschüssi. Ist die Kamera noch an? Nee, die ist aus. Ganz sicher? Ganz sicher. Da ist ja noch ein rotes Lichtchen an. Ja, das ist immer an. Ja, das ist immer an, okay. Ja, ja. Weißt du was, ich bin todmüde, dann ab unter die Dusche und dann gehen wir ins Bett. Würde ich auch sagen. Okay, alles klar. Gut. Hi, ich bin Lisa, 22 Jahre alt und Bürokauffrau. Ja, ich lebe hier in einem kleinen Ort im Schwäbischen. In unserem Haus mit meinem Mann und den Untermietern, Prashant, dem Inder, und Joanna aus USA mit ihrer kleinen Tochter, der Göre Shania. Mein Mann ist ein paar Tage älter als ich, aber ich kann mit Männern in meinem Alter nichts anfangen. Wenn ich an den Tag denke, als wir uns kennenlernten, überläuft es mich heute noch, weil der Schrecken damit anfing. Eigentlich fand ich ihn ganz sympathisch und Gott sei Dank sind wir uns ab und an über den Weg gelaufen, sodass wir uns dann endlich kennenlernten und verliebten. Oh, Schatz. Ja. Du bist der Tollste für mich. Ich liebe dich. Ja, ich auch. Ja. Du hast die wunderschönsten Augen, die sich irgendwo stehen. Danke. Wenn ich dich so anschaue, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. So wunderschön, wie wenn ich es anschaue, will ich platzen. Na, da platzt doch. Oft kam er zu spät. Oft kam er zu früh. Sag mal, Schatz, meine Frage an dich: Warum sagst du mir nie, wenn du einen Bus hattest? Ja, weil du nie dabei bist. Hey, ja? Guck mal da drüben. Was ist das für eine Frau? Ach, Schatz, ist doch egal. Nee, was ist das für eine Frau? Ja. Die guckt mich an. Lass kennt die dich? Ob die mich kennt, ich weiß gar nicht, welche Frau du meinst. Ich habe da ein Problem. Ich muss dir zuerst mal erklären, wer du bist. Was? Ja, ich muss der Frau erklären, wer du bist. Ja, hallo Schatz, ja? Was ist los? Schatz, das Auto läuft nicht. Ja, wie das Auto läuft nicht? Was läuft nicht? Was ist los? Ja, ich wollte gerade einkaufen fahren, aber das Auto läuft nicht. Ja, Schatz, wenn ich nicht dabei bin, dann musst du auf der linken Seite sitzen vom Auto. Auf der linken Seite, ja? Frauen.
denn jetzt? Sag mal, Schatz. Ja? Sag mal, Schatz, wie heißt diese tunesische Spezialität, die du so scharf findest? Ja, Simbarek. Na? Nee, das war zu spät. Scheiße, hörst du. Nochmal. Naja, also ihr könnt ja... Hier kommt nochmal die zweite Stelle mit dem Ellenbogen. Nochmal? Hm? Okay, dann machen wir hier Cut. Ich muss mich richtig aufregen. Ich muss mich übel aufregen, ja. Richtig, aber ganz... Gott. Weil das voll das traurige Gespräch war. Ja, gell, das war eine Badebade. Oh ja, also alle Entscheidungen und alle Frauen, die man das so. War eine Blödsinn. Das war eine Ich habe vor 11 Millionen, ich habe vor 7 Millionen Leute, habe ich gesagt, auf. Wie läuft es da bei euch so? Läuft so, ja. Sex gut, ja, und überhaupt, ja. Ey, aber bitte nicht von meiner minderjährigen Tochter hier, gell? Hab ich gesagt, los? Nö. Ne, halt, sie lachen alle im Hintergrund. Ich film schon. Nee, dass du so scharf findest. Stopp, Kat. Jetzt mach nochmal, ihr schneidet das nachher einfach zusammen. Mit Arabisch. Arabisch machen wir nicht mehr. Tunesisch. Tunesisch, gut. Tunesisch. Also du fängst jetzt nochmal von vorne an.